Ich verrate dir meine Top-Tipps, auf die du mit Ü40 bitte achten solltest. Hi, mein Name ist Ramona und ich freue mich total, dass du in meinem Video bist. Das Wichtigste ist tatsächlich das hier. Ja, trinken, trinken, trinken. Ich zitiere, wir sind alles wandelnde Gurken und wir müssen für unsere Feuchtigkeit, für unsere Vitalität sorgen. Und da hilft total viel, viel, viel Wasser trinken. Ganz viel Wasser trinken. Und unterstützend dazu kann ich dir unser Kollagen ans Herz legen. Richtig gut, Marine-Kollagen mit Apfelessig, mit Aloe Vera, mit Hyaluronsäure. Oh Gott. Und es schmeckt nach einem Hauch Pina Colada. Hände hoch, wer mag kein Pina Colada? So, und wenn du genug Wasser getrunken hast und vielleicht hier von innen noch ein bisschen nachgeholfen hast mit Kollagen, warum Marine-Kollagen? Weil das unserem einfach am allernächsten ist und der Körper das einwandfrei direkt erkennt und sagt, jo, dich will ich, dich behalte ich. Und dann tut das alles für eine schöne Haut, eine straffe Haut, für schnell wachsende Haare, für gestärkte Nägel. Genau. Dafür ist das alles da und es ist einfach unfassbar lecker. So, jetzt machen wir die Augenpads ab. Die waren jetzt gute 10 Minuten drauf. Die dürfen, oh, übrigens, direkt in die Biotonne rein. Die zersetzen sich, also es ist tatsächlich auch echt nachhaltig, das Ganze hier. Und kann ich dir wirklich ans Herz legen. Wenn du zu irgendwas Fragen hast, dann schreib mir bitte voll gerne eine Nachricht. Ich finde meinen Applikator nett, nehme halt hier die Rückseite vom Pinsel, geht auch, gelle. So, und dann, wenn das alles immer noch nicht hilft, dann kommen wir hier oh Gott, das war ein bisschen viel. Naja, zur Pflege um die Augen rum. Weil da ist die Haut nun mal am dünnsten, nicht am dümmsten, aber am dünnsten. Und dann braucht die natürlich auch besonders viel Aufmerksamkeit. Ne? Wenn du dann auch noch vielleicht das ein oder andere Laster hast, dann schmierst du dir das auch noch um den Mund rum, weil die Lippenfältchen und die Augenfältchen sind die, die als erstes tatsächlich in Szene gesetzt werden und die gilt es dann einfach auch ein bisschen zu bekämpfen. Böses Wort. Eigentlich nicht. Also ich habe nichts gegen Lachfalten, gell? Das sind wunderschöne Falten. Wir sind alle nicht kinderfrei. Ich sage nur Hallo, guten Morgen. Macht euch da nicht narrisch. Wir haben alle Poren, wir haben alle Rötungen, Pickel und was weiß ich. Das ist völlig normal. Hier ist nichts gefiltert, nichts reduziert. Wir sind einfach so und wir dürfen so sein. So, da haben wir die ersten 3 Minuten schon um und noch keine Farbe im Gesicht. Wir machen heute ein Ü40 Make-up tatsächlich und ich lege dir einen Primer ans Herz, der vielleicht auch so ein bisschen illuminating ist. Warte mal kurz. Sag ich noch und nehme den falschen. Illuminating ist. So. Weil Glow gibt Frische und Frische, müssen wir nicht drüber sprechen, macht jung, oder? Wenn deine Haut so grau und fahl aussieht, so traurig, gelle, dann solltest du über eine Pflegeserie nachdenken oder halt zumindest irgendwas nehmen, was so ein bisschen illuminating Frische gibt. Wir arbeiten super gerne mit cremigen Texturen. Allerdings, wenn wir hier ein bisschen viel Haut übrig haben, dann setzen wir hier hinten auf jeden Fall was Mattes und was Wischfestes. Und das zeige ich dir jetzt gleich. Vorher machen wir die Basis. Das heißt, ich gebe gerne die BB-Cream auf meine Haut. Erstens, weil Pflege drin ist. Wenn dir das an Deckkraft nicht reicht, dann kannst du super gerne die Serum und Foundation dazu nehmen. Dann hast du auch gleich noch Anti-Aging-Effekt mit drin und Blaulichtfilter. Hier hast du Lichtschutzfaktor mit drin, super viel Pflege und eine leichte Deckkraft. Ne? Und wenn du mega ölige Haut hast und sagst, oh, ich habe aber bis jetzt immer ein Puder verwendet und bin damit klargekommen, dann kann ich dir Puder und Pflege ans Herz legen. Das ist eine super schöne Foundation, die die Haut auch eben nochmal beruhigt und auch durch Kamille und so wirklich die Haut auch gut versorgt. Ne? Wenn du da eine Beratung möchtest, dann schreib mir doch bitte voll gerne eine
Nachricht hier im Postfach. Da würde ich mich freuen, von dir zu lesen. Um das Gesicht optisch zu liften, benutzen wir auf jeden Fall ein Augenbrauenprodukt. Ne? Wenn du super tolle, dichte Augenbrauen hast und du musst die nicht nachzeichnen, dann empfehle ich trotzdem, dass du dir die nach oben kämmst. Vorerst mal, ich muss ein bisschen im Spiegel spicken. Das Alter und Brille und so, ne? Dass du sie dir nach oben kämmst, all dieweil die dann somit dein Gesicht quasi, also hier diesen Bereich, optisch öffnen und nach oben korrigieren. Man kann das auch machen lassen, das nennt sich Augenbrauenlifting. Das mache ich, also das hat nichts mit Skalpell und so zu tun, sondern das ist quasi wie eine Dauerwelle. Da werden die in diese Form gelegt und dann kannst du die morgens dahin bürsten und dann bleiben die da. Ne? So. Gibt natürlich auch so Gele oder so. Also ich mache hier diesen da und dann ist das auch schick. Das ist nochmal ein Tipp. Oh, ich treffe wieder den Dings nicht. Als kleiner Tipp am Rande, du kannst auch, ich nehme jetzt hier das Wimpernserum und damit kannst du die auch nochmal in die Richtung legen und sorgst quasi auch noch damit dafür, dass sie dichter und voller werden. Gelle? So. Also, das haben wir auch schon mal abgehandelt, jetzt geht's weiter. Kümmern wir uns um die Augen. Wir machen einen hellen Ton als Basis einmal komplett drauf. Ich habe hier so ein Palettchen mit warmen Tönen und das gibt es auch mit kühlen Tönen. Wir benutzen die warmen Töne. Wir gehen hier in den mittleren Ton rein und setzen uns hier oben erstmal unsere Hilfslinie, damit wir sehen, wo muss ich ansetzen, damit man mit geöffneten Augen und Schlupflid meinen Lidschatten noch sieht. So, und das kannst du verstärken, indem du in den dunklen Ton gehst. Immer gut abklopfen, weil die sind wirklich gut pigmentiert. So, und jetzt kannst du hier in deine Lidfalte reingehen und es schön nach oben ausblenden. Immer schön nach oben ausblenden. Gelle? So, und dann siehst du schon, können wir mal ein bisschen nachlegen, dann siehst du schon, wie quasi deine Lidfalte optisch ein Stück nach oben rutscht. Und das ist das, was wir wollen. Wir wollen alles nach oben korrigieren. Das wird jetzt einfach nur noch schön verblendet. Du kannst hier unten noch mal ein bisschen hergehen, dein Auge so ein bisschen einrahmen. Und dann setzen wir uns den Glitzer aufs bewegliche Lid. Da kannst du auch einen Finger nehmen. Da brauchst du nicht irgendein Gedöns machen mit einem zweiten Pinsel oder so. Kannst du auch hier vorne im Innenwinkel. Es öffnet auch noch mal schön das Auge. Es macht wach. Das ist toll. Und dann kommen die cremigen Texturen zum Einsatz. Wir wollen ein bisschen bronzen, ein bisschen Kontur schaffen. Und wir setzen uns die auf den Wangenknochen, nicht hier unten hin. Wir wollen liften nach oben raus und setzen den oben auf den Wangenknochen drauf. Können auch ein bisschen noch die Nase mit in Szene setzen und hier unten die Lippe noch ein bisschen betonen. Da gibt es mehr Volumen, okay? So, und dann setzen wir uns direkt einen Rouge quasi, ein bisschen schimmerig, hier oben hin, oben drüber. Und dann wird das Ganze einfach mit einem Pinsel hier oben Richtung Haaransatz verblendet, wie immer nach oben. Wir arbeiten immer nach oben. Das kannst du dir merken, wir arbeiten immer nach oben. Auch hier, nach oben raus. Gibt es auch in verschiedenen Farben natürlich die Stifte. Gell, findest du alles in meinem Shop, www.ramonakieser.de. Ansonsten schickst du mir eine Nachricht und wir machen eine kostenlose Beratung. Ne? Völlig for free. So, und das hier kannst du dir tatsächlich auch wundervoll auf die Lippen geben. Das ist ein All-in-One-Stick. Kannst du als Rouge verwenden, kannst du als Lipgloss, also als Lippenfarbe verwenden, was auch immer. Und jetzt fehlen nur noch die Wimpern. Und ich habe echt viele probiert und du kannst mir glauben, wenn ich dir sage, die hier setzt du auf morgens und die geht erst wieder ab, wenn du sie abhaben möchtest. Das ist tatsächlich gerade mit Schlupflid und Gedöns ist das eine wundervolle Alternative. Und du hast auch noch Serum und Primer drin. Also besser geht gar nicht. Und gerade wenn du Schlupflid hast, dann betonst du bitte hier außen die Wimpern besonders stark, weil die auch nochmal helfen, dein Schlupflid zu kaschieren. Wenn du kleine Augen hast oder eine gerötete Wasserlinie, dann kannst du mit einem hellen, das hier ist jetzt ein Lidschattenstift, weil die einfach viel besser halten als Kajals, noch deine Wasserlinie betonen und das Ganze jetzt fixieren.
Und jetzt habe ich so viel erzählt und wenn dir noch irgendwas eingefallen ist, dann schreib es in die Kommentare und ich helfe dir.